auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Presse, ich darf Sie recht herzlich zu der heutigen Pressekonferenz begrüßen. 20. Oktober 2018, Oberliga Baden-Württemberg. 1.10. Pforzheim gegen die TSG Backnang. Endstand 1:0 nach einem Tor in der 54. Minute von Laurin Masurica. Ich weiß nicht, welches Spiel ihr gesehen habt heute. Ich habe heute ein sehr intensives Spiel gesehen, ein sehr laufstarkes Spiel, viel Kampf, einige gelbe Karten, auch eine rote Karte. Ich darf jetzt unseren Trainer der Gästemannschaft, Andreas Lechtner, um sein Statement dazu bitten. Ja, hallo zusammen. Wir haben natürlich gewusst, was uns hier erwartet. Vor allem, dass Pforzheim unheimlich Geschwindigkeit über die Außen hatte, haben sie uns auf die ersten 20 Minuten extrem zugesetzt, haben da auch schon die ein oder andere Torschance sich rausgespielt. Ich denke, dann danach haben wir uns besser darauf eingestellt, haben zumindest das Spiel ein bisschen gleichwertiger gestalten können. Die rote Karte hat uns natürlich extrem wehgetan. Das ist schon schwierig genug, hier was mitzunehmen in dem Zustand, wo wir uns gerade befinden, in Gleichzahl. Durch die Unterzahl wusste man natürlich, dass es extrem schwierig wird. Ich denke, nicht schon trotz hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit kämpferisch unheimlich überzeugt. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Tor machen. Sicherlich hätte auch Pforzheim das Spiel dann, wo wir haben aufmachen müssen und frühzeitig entscheiden können. Da hat uns dann der Quadi zwei, dreimal hervorragend im Spiel gehalten. Man muss natürlich auch sagen, wenn Rippe Korn dann auch ein Tor in Unterzahl oder wie man es bekommen ist, dann nach einer Standardsituation, das hat nichts mit Überzahl oder Unterzahl zu tun. Das sind dann sicherlich Dinge, andere Dinge ausschlaggebend. Ich weiß nicht, nichtsdestotrotz, ich kann meiner Mannschaft ein Kompliment für die kämpferische Leistung machen. Wir haben dann am Schluss dagegen gehalten, haben nochmal alles versucht nach vorne zu werfen. Und wie gesagt, mit ein bisschen mehr Glück oder auch mit ein bisschen mehr Entschlossenheit können wir vielleicht noch ein Tor machen und dann einen Punkt mitnehmen, ob das dann verdient wäre oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich denke, am Schluss, wo wir die Torchancen gehabt haben, gerade auch der Thomas kurz vor Schluss, wäre sicherlich auch ein Tor für uns drin gewesen. Nichtsdestotrotz garantiere ich natürlich Pforzheim zum Sieg. Glückwunsch. Dankeschön. Ich kann gleich um deine Einschätzung bitten. Wir haben einen super Start hingelegt, sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben das Spiel in der ersten Halbzeit komplett dominiert, haben sehr gute Torchancen uns herausgespielt, ohne dass wir einfache Fehler oder einfache Möglichkeiten für Backnern zugelassen haben. Immer wieder wurde nach vorne gespielt, immer wurde das Tempo hochgehalten. Ich glaube nicht, dass wir 11 gegen 11 schlechter gespielt haben oder weniger Druck gemacht haben. Im Gegenteil, da war die Konzentration höher, da waren wir besser im Spiel. In den ersten 30 Minuten vor der roten Karte haben wir auch unsere meiste gefährlichen Angriffe gehabt. Da muss einfach der ein oder andere Ball rein. Und dadurch machen wir es uns schwer, gehen in die Kabine, dann spielen ein bisschen im Kopf, wir müssen früh das Tor machen, damit es leichter wird, damit wir das Ding nach Hause schaukeln. Das eine oder andere wird besprochen und zum Glück machen wir in der 10. Minute der zweiten Halbzeit das 1:0. Das hat auf jeden Fall uns erleichtert, aber danach sind wir aus dem Spiel gekommen. Ja, und viele ungenaue Fehlpässe, Lockerheiten, und Unsicherheiten, und dadurch haben wir Backnang ins Spiel gebracht. Und natürlich, dass wir unsere Kontersituation nicht verwerten, sage ich heute, weil die waren eigentlich gut ausgespielt, nur der Abschluss war nicht gut, bringen wir uns nochmal in Schwierigkeiten. Am Ende haben wir auch unseren Torwart gebraucht, der dann zur Stelle war und super pariert hat und uns die drei Punkte beschert hat. Danke, Lukas. Laurin Masurica wollte sich selbst nicht loben, verständlicherweise. An Sie für den neuen Mann, der jetzt schon einige Spiele von der Abwehrseite spielt, Lob übrig. Herr Gott. Ja, der macht immer, oder bringt immer gute Leistungen, wenn er spielt. Wenn wir ihn brauchen, ist er immer da. Und der hat sich seinen Stammplatz verdient in den letzten Wochen. Und er wird immer stärker. Und dass er jetzt heute noch ein Tor macht, denke ich, dass er nochmal dadurch mehr Selbstvertrauen bekommt. Und ich hoffe, dass er sich weiterhin entwickelt und dass er dort eine feste Größe wird irgendwann. Herr Lechner, Ihr Spieler, der die rote Karte gesehen hat, hat ziemlich lautstark protestiert. Wie haben Sie die Situation zu verpassen? Ist es ein bisschen hart oder fanden Sie es okay? Ja,
wenn der Schiedsrichter eine rote Karte zeigt, kann man darüber diskutieren. Ich kann meine Sicht natürlich hinstellen, klar. Ob die dann richtig ist, sei auch dahingestellt. Aus meiner Sicht war nicht der letzte Mann da, der Thomas, noch zwei, drei Meter, oder nicht zwei, drei Meter, aber einfach dahinter war. Aber wie gesagt, hat er natürlich auch schon davor, das ist der dritte Ball, wo wir so in die Schnittstelle gekommen, haben wir davor schon schlecht verteidigt. Ob die Entscheidung jetzt, war sicherlich eine harte Entscheidung, dass der Spieler Emotionen zeigt, muss sicherlich nicht sein, dass er gegen die Bande tritt, aber ich denke, das kann man ihm dann irgendwann auch nachgeben. Wie gesagt, für mich war es eine harte Entscheidung, da der Thomas noch hinter dem Schuss war und da er nicht der letzte Mann war. Aber wie gesagt, ändern kann ich es eh nicht und du mich da jetzt auch nicht so beschweren, aber passt schon. Dann darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche euch, Ihnen, alles Gute für die laufende Runde. Ihr habt ja noch ein paar Punkte zu holen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in der Oberliga gemeinsam wieder sehen würden. Und darf jetzt noch eine gute Heimfahrt wünschen. Dankeschön. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.